Alter, was geht ab, Leute? Hongi, ich habe gerade das Video für morgen vorbereitet und bearbeitet und eigentlich auch fertig gemacht. Und da kamen wieder Neuigkeiten rein. Ich habe mir überlegt, das heute noch rauszubringen, aber es ist ja dann echt zu viel, es ist schon spät und ich habe heute schon 4 Videos rausgebracht. Aber Niantic bringt Neuigkeiten heute raus. Echt überraschend. Und zwar jetzt, Kyogre kommt. Und zwar morgen direkt da. Wir dachten, der kommt nach Groudon. Und Groudon ist am Montag weg, den 15. Und dann dachten wir, Kyogre kommt danach. Aber Kyogre ist schon morgen da. Das heißt, 2 Tage gibt es beide, Samstag und Sonntag. Und was sehr interessant ist, am 14. ist Kyogre weg. 14. ist übrigens auch Valentinstag. Da könnte das nächste Event dann sein. Aber mehr dazu dann in einem Monat. Aber das war es eigentlich auch schon. Auf jeden Fall ist er morgen da. Wir schauen uns gleich die Konten an. So wie immer. Und wie viel 100% ist. Was denn auch sonst. Davor schauen wir uns noch die Boxen an. Denn es gibt auch neue Boxen. Die sind einfach so gekommen, ohne Ankündigung, ohne nix. Und es gibt nur 2 Boxen, keine mittlere, sondern nur eine Great und eine Ultra. Ich weiß jetzt nicht, wie die auf Deutsch heißen. Ich sag einfach die kleine und die große. Die kleine kostet 87. 9 Premium-Pässe, was schon direkt Plus ist. Sprich, wer einfach nur Premium-Pässe braucht, Great-Pässe, der kann sich die kaufen. Und dann kriegt man noch ein bisschen von den Sternstücken umsonst. Und Ananas, wieso nicht? Und dann gibt es halt die große, die halt fast doppelt so teuer ist. Und da sind nochmal Glückseier drin und mehr Sternstücke und mehr Pässe und Beleber. Wobei ich lieber die Ananas nehme als die Beleber. Und die 15 Pässe sind ungefähr die 1480. Ich spaß dir halt 20 und dann 6 Glückseier und 20 Sternstücke umsonst. Problem ist halt, und das habe ich beim letzten Mal schon angesprochen, wo sich viele beschwert haben und da hat Niantic wahrscheinlich auf die Zuschauer, auf die Community gehört und die Glückseier reduziert. Das ist so ähnlich wie die letzte Box, nur die Glückseier sind weniger. Bei der letzten Box, die Leute sind ausgeflippt, keiner braucht mehr Glückseier, dies, das. Und diesmal sind die Glückseier eben reduziert. Also nicht reduziert, sondern weniger, aber auch reduziert. Ich persönlich bevorzuge die kleine Box, weil ich eigentlich nur die Raid-Pässe brauche und Sternstücke umsonst, wieso nicht. Weil ich noch so viele Glückseier habe, ich habe noch 130 Glückseier oder so von der letzten Box, weil da echt extrem viele drin waren. Und der Preisunterschied ist jetzt auch nicht so hoch. Man spart hier zwar eine Menge, aber du sparst halt an den Glückseiern und an den Sternstücken. Und von denen brauche ich nichts, also ist es mir eigentlich egal, ob ich die reduziert bekomme. Das Prinzip habe ich beim letzten Mal schon erklärt. Du sparst dir zwar Geld, aber dafür musst du mehr Sachen kaufen. Sachen, die du eigentlich nicht brauchst. Und im Endeffekt gibst du dann eigentlich mehr Geld aus, als wenn du einfach nur die Box kaufen würdest zum Beispiel. Für einfach nur die neuen Raid-Pässe. Aber beide Boxen sind ziemlich gut. Ich kann mir, glaube ich, hoffentlich, wir wissen nicht, wie lange die Boxen da sind, einmal diese Box umsonst kaufen, also mit meinem täglichen Gold. Mal schauen, ob ich nochmal reincache für diese Box. Weil Raid-Pässe können nie schaden, vor allem bei den ganzen Trigger-Versuchen, die ich mache. Und eben jetzt die Raid-Tour mit Kyogre und Groudon. Und für die nächste Raid-Tour jetzt am Sonntag, und morgen bin ich wahrscheinlich auch unterwegs, ein paar machen, schauen wir uns mal die Werte und Konter und Sachen von Kyogre an. Okay, schauen wir uns die Sachen mal an. Und zwar hat 100% Kyogre 2328, das ist auf Level 20 ohne Wetterbonus. Wir wissen ja, jetzt gibt es Wetter und bei Regen kriegt er ein höheres Level, und zwar Level 25. Und das sind 2910, 100%. 2328. Warte, wie viel hatte Groudon? Auch so um den Dreh herum. Genau, auch 2328. Und auf Level 25 auch 2910. Krass. Die haben dieselbe WP. Sprich, wahrscheinlich auch dieselbe Max-WP. Auf jeden Fall ist der Wasser. Dementsprechend auch bei Regen der Wetterbonus. Und gute Konter sind natürlich Donner und Pflanze. Die besten Konter dagegen: Raikou, Zapdos, die 2 legendären Donner, wobei Raikou natürlich bei weitem besser ist. Dann könnt ihr natürlich unter Umständen auch einen Blitzer verwenden. Und zwecks Pflanze natürlich die Top 3, Kokowai, Visaflor und Gewaltro. Ich habe es hier neben mir eh eingeblendet, da seht ihr auch die besten Attacken für die Konter. Das ist zum Beispiel Gewaltro mit Kugelsaat und Leafblade und Kokowai auch mit Kugelsaat und Solarstrahl. Dann werden noch so verrückte Sachen vorgeschlagen wie Ho-Oh und Groudon mit Solarstrahl, weil sie einfach mächtige Legendäre sind und Solarstrahl eine mächtige Attacke ist. Aber man muss aufpassen, weil Kyogre auch verrückte Attacken hat. Und die sind hier ein bisschen weiter unten. Und zwar die First Attacke ist Wasserfall. Er kann nur die. Und dann kann er 3 Aufladeattacken. Hydro-Pumpe Wasser, was halt gut und effektiv gegen Ho-Oh und Groudon ist.
was gerade oben vorgeschlagen wurde. Blizzard, was gut gegen die ganzen Pflanzen konnte, ist Bisaflora, Kokobai und Gewaltigon. Und dann Donner, was halt am schlechtesten ist, was halt am wenigsten effektiv gegen die konnte ist, zum Beispiel gegen Pflanze gar nicht effektiv. Und dementsprechend auch der mit Donner wahrscheinlich der am leichtesten zu machen. Bin mal gespannt, wie viele Leute man brauchen wird. Ich habe schon lange keinen Mint-Versuch mehr gemacht, also vielleicht machen wir wieder mal einen gegen Kyogre. Und wie gesagt, bin echt gespannt, wie viele Leute man da braucht. Wobei ich keinen Raikou, noch keinen Raikou auf Max habe. Ich habe einen 98er, der drauf wartet. Ein paar Pflanzen habe ich auf Max. Also könnte ich eigentlich schon einen Versuch starten, wenn ich ein paar Kollegen finde. Aber das war's eigentlich. Ich drehe das noch am Abend. Das heißt, morgen früh wird es hochgeladen. Und dann geht es morgen früh auch direkt los. Meinen ersten Kyogre fangen. Das lade ich dann auch noch hoch. Aber das war's erstmal. Viel Spaß mit dem Boxen. Viel Spaß mit Kyogre. Geht's raus. Kauft euch eine Box. Benutzt die Raid-Pässe und geht's raus, ein paar Kyogres jagen. Schreibt unten in die Kommentare, wie ihr Kyogre findet, falls ihr jetzt schon einen gefangen habt. Und wenn ja, dann wie gut, bestimmt wieder ein paar hundert dann mit dabei. Und wie ihr allgemein Kyogre findet, ob der cool ist und wie gut er ist. Und das war's von mir. Immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook und Twitter. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.